Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Und es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, es gibt nicht mehr viel zu tun. Die schlechte Nachricht, das, was noch zu tun ist, ist so unklar formuliert, dass ich im Voraus etliche Male geguckt habe, was ich machen muss. Und Moment. So, das ist weg. Hier. Da habe ich mich im Voraus informiert, wo ich hin muss. Das machen wir auch sofort. Das ist irgendwie nix. Das auch alles nicht. Das werden wir auch noch machen. Das wird weg. Ja, hier. Ich habe keine Ahnung. Ich habe im Voraus beide Grüfte nochmal komplett durchforstet, die wir kennengelernt haben. Die hier auf den Feldern und die am Ufer, wo wir Berengar getroffen haben. Nirgendwo war was. Das Brustteil haben wir schon. Aufzeichnung eines Elfen-Sangesmeisters. Ich habe nichts gefunden. Ja, und hier. Da will Julian ja gar nicht erst mit uns drüber reden. Das ist höchst bedauerlich. Aber ich bin nicht für jeden Scheiß verantwortlich. Und hier. Jetzt laufe ich in die falsche Richtung. Da wollte ich überhaupt nicht hin. Ja, also das Liebesdrama steht, denke ich, kurz vor der Vollendung, denn sobald wir Alina zu ihrem Seelenfrieden verholfen haben, wird das Kramskirchen wahrscheinlich abgeschlossen sein. Und dann bleibt nur noch der Konflikt zwischen Menschen und Wodja neu. Und auch dort haben wir eigentlich nur noch den Auftrag, zum einen müssen wir der Herrin die zwei passenden Gegenstände geben. Und wir müssen Dagon erschlagen. Und dann dürfte auch das fertig sein und damit dürften dann die Aufgaben in Kapitel 4 so an sich eigentlich abgeschlossen sein. So. Und wir müssen zum Einsiedler, denn wer anderes kennt sich sonst mit Mythen und Legenden besser aus. Wie kann ich helfen? Wisst ihr, wie man einem Gespenst helfen kann, das Totenreich zu betreten? Habt ihr ein bestimmtes im Sinn? Alina. Sie ist eine Mittagserscheinung geworden. Alina gelangte in den Besitz eines seltenen und mächtigen Gegenstandes. Eines Spiegels Nehalenyas. Da sie die Zukunft vorhersagen, wurden die Spiegel Nehalenyas oft von Propheten und Orakeln verwendet. Alina hat häufig Rat bei ihrem Spiegel gesucht. Ich habe Alina den Spiegel gegeben. Und? Sie hat aufgehört, mich anzugreifen und scheint zu wissen, wer sie ist. Aber sie glaubt immer noch nicht, dass sie tot ist. Sie will ihre Hochzeit vorbereiten. Dann müsst ihr mit der Herrin des Sees oder dem hiesigen Wahrsager reden. Nur sie dürften eine Lösung für dieses Problem kennen. Danke. Lebt wohl. Ein Heiler. Also Aline, Abigail. Moment. Seeufer. Alles klar. Dann wisst ihr, was jetzt kommt. Ein Schnitt. Und wir probieren es erst bei Abigail. Bis gleich. So, und da sind wir mal wieder vor Abigails Hütte. Aber irgendwas sagt mir, dass die uns diesmal auch nicht helfen kann, dass wir zur Herrin des Sees müssen. Aber wir probieren es trotzdem mal aus. Was wollt ihr? Ja, Geralt, du kannst auch rückwärts mit ihr reden. Ich brauche... Ihr könnt... Ich weiß nicht... Das eitle Weibs... Verlorene Seelen der Toten sind viel feinsinniger als die der Lebenden. Poesie dürfte sie überzeugen und lange genug fesseln, damit sie ihre verdammte Schwester sieht. Rittersporn wäre perfekt dafür. Viel Glück, Hexer. Oh ja, das wird doch immer besser. Jetzt ziehen wir auch noch Rittersporn in dieses Liebesdrama mit hinein. Klar, warum denn nicht?
Der Einzige, den wir jetzt noch nicht unterrichtet haben, das ist der Vater. Aber der wird das auch so irgendwie erfahren. Rettersporn. Ah, du sitzt mit Julian an einem Tisch, sehe ich, und neben der Frau natürlich. Geralt? Ich brauche eure Hilfe. Gut, raus damit. Ich brauche ein Gedicht. Eine Ballade. Kein Problem. Aber wenn ich es richtig machen soll, muss ich wissen, für wen. Alina. Soll sie nicht übermorgen heiraten? Nicht mehr. Also, worüber soll ich schreiben? Über den Tod, Rittersporn. Alina ist tot und ihr Geist wandelt tagsüber auf den Feldern umher. Wir müssen ihr irgendwie begreiflich machen, dass sie nicht mehr zu den Lebenden gehört. Das ist kein alltäglicher Auftrag. Aber schließlich bin ich Profi. Gibt es irgendwelche Vorgaben? Provoziert sie nicht und keine Witze. Sie ist gefährlich. Ich brauche Zeit. Ihr habt Zeit bis Sonnenuntergang. Trefft euch vor Einbruch der Dämmerung auf den Feldern mit mir. Okay. Jetzt ist es 14.30 Uhr. Konnte sie mich nur so behandeln? Wir versuchen aber trotzdem mal die übliche Variante. Wobei, nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Kann man noch was mit dem reden? Jambisch oder Daktisch? Oder vielleicht etwas Neues? Ich fühle mich uninspiriert, was für ein Albtraum. Na, das kommt noch, mein Lieber, das kommt noch. Ah, hier ist nämlich wieder die andere Mucke. Wie kann ich euch helfen? Der Schankwirt hat seine eigene Mucke. Eine Sache noch. Ja? Ich möchte gerne... Ja. Na, wie lang? Ah, klappt das? Na, machen wir mal lieber so. So, und jetzt los, Geralt. Jetzt wart doch nicht so lange, wenn wir aufstehen. Los! Wow, 18.30 Uhr? Das kam mir gar nicht so spät vor. Das sah da gar nicht so spät aus. Jetzt rennen, verdammt nochmal. Wobei ich hätte einfach rechnen können, ne? Oh, und der hat wieder ein Tempo drauf, du. Oh, da werde ich ja wahnsinnig. Geralt, also wenn wir die Quest jetzt wegen deiner lahmen Fitness vergeigen, ne? Da musst du dir aber was anhören. Boah, sieht das schön aus. Geralt kommt den Hügel wieder nicht hoch. Oh nein. Nein, 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 nein. Boah, ist der wieder schnell heute. Ja, sie ist noch da, aber... Ah, okay. Ah, jetzt fängt er an zu rennen. Ah, jetzt hat er auch kapiert, dass es langsam Zeit wird, hä? Ja, mein Lieber. Jetzt hättest du dir ein paar Meter früher überlegen müssen mal vielleicht. Wie wär's denn? Geralt? Was macht das Gedicht? Können wir das nicht morgen machen? Zu spät. Ihr müsst improvisieren. Meister Rittersporn, ihr sollt zu meiner Hochzeit aufspielen. Werte Dame, Geralt und ich haben ein kurzes Gedicht für zwei Stimmen verfasst. Möchtet ihr es gerne hören? Was? Fahrt fort. Die Lippen versiegelt, die Augen leer,
die Brust eiskalt. Sein Herz schlägt nicht mehr. Noch in dieser Welt, doch kein Teil mehr von ihr. Kein Bettler, kein Bote. Wer ist dieser Mann? Ja, wunderbar! Du Arschloch! Eine Mittagserscheinung sicher nicht. Das ist dann eigentlich der Tote, oder? Der Tote. Neues Leben entsteht, wo es Hoffnung gibt und Glück. Seine Seele erstrahlt, denn die Erinnerung vergisst ihn nicht. Der Tote kehrt ins Land seiner Jugend zurück und sucht der Liebsten Gesicht. Seine Brust hebt sich, bleibt jedoch kalt. Die Lippen geöffnet, ein Blick hat geglänzt, in die Welt zurückgekehrt, doch in des Todes Griff. Wer ist dieser Mann? Oh nein! Es gibt immer noch eine Mittagserscheinung? Fragezeichen. Genau, beenden wir das Gedicht mit einem Fragezeichen. Das kommt immer gut, habe ich gehört. Na, ich darf nichts falsch machen. Eigentlich ein Gespenst. Ein Gespenst? Hört auf! Hört auf! Selina hat mich getötet. Meine Seele wird erst Frieden finden, wenn ich gerecht bin. Habe ich's vergeigt? Alina, ich bin's. Selina. Wie du siehst, bist du gerecht worden. Selina, gib nicht dir die Schuld. Ich weiß, du wolltest mich nicht töten. Ich bereue es so sehr. Aber es gibt Gerechtigkeit. Ich bin verdammt, bis ans Ende der Zeit nachts über die Felder zu wandeln. Vielleicht. Aber wenn wir den Fluch aufheben könnten, sehe ich keinen Grund, wieso wir nicht... Helft ihr mir, Hexe? Ich werde es versuchen. Warum habe ich Abigail gerettet? Waren ihre Ehre oder ihre Tugend in Gefahr? Nein, weil das Gesetz gebrochen wurde? Nein. Habe ich das kleinere Übel gewählt? Nein. Der Geistliche und seine Schäfchen trafen eine Entscheidung. Ich bin eine Hexe. Ich richte nicht und ich strafe nicht. Ich löse die Probleme der Menschen nicht immer mit dem Schwert. Und eine weitere Sequenz. Meine Quest ist abgeschlossen, ich muss zu Lyon. Alles klar, los. Ihr zwei kommt mit. Das finde ich jetzt echt krass, dass jetzt nochmal eine Artwork-Zwischensequenz kommt, betreffend unsere Entscheidung, dass wir damals Abigail vor den Dorfbewohnern gerettet haben. Also das ist die späteste Konsequenz, die wir bisher in diesem Spiel merken durften. Das finde ich jetzt echt krass. Und es zeigt sich gut, dass wir sie nicht getötet haben. Wir hätten jetzt die Verträge nicht gehabt und wer weiß, was wir alles noch zusätzlich hätten machen müssen, wenn wir sie nicht um Rat hätten fragen können. Aber so haben wir das Ganze noch, naja, sagen wir mal, zu einem Ende bringen können. Also ein Happy End ist es ja in dem Sinne nicht, aber die beiden haben sich im Jenseits zumindest vertragen. Ihre Seelen finden jetzt Frieden, das ist ja wenigstens etwas. Also es ist kein völliges Desaster geworden, sondern nur ein Desaster. Geralt von Riva hat seinen Ruf als Streitschlichter gerade noch so retten können. Es lief für uns ganz gut. Nur für die Männer halt nicht. Also für Adam und Julian, das ist das, aber das ist mir eigentlich relativ egal. Geralt? Einen Moment. Bleib stehen! Ich möchte dir noch etwas ver... Ach, jetzt willst du es kaufen? Du bist ja ein Idiot. So, das noch und das noch. Und nochmal. Geralt?
Ich habe für Alina getan, was ich konnte. Wie ist es passiert? Alinas Seele fand Frieden. Selina hingegen, ihr konnte ich leider nicht helfen. Hab Dank, Geralt. Ich bin am Boden zerstört. Vor ein paar Tagen war ich ein glücklicher Mann, aber jetzt, ich weiß nicht. Vielleicht kehre ich nach Kovir zurück. Keine Herausforderer? Und nochmal 400 Orens. So. Gott sei Dank. Also, das Liebesdrama ist endgültig abgeschlossen. Jetzt bleibt wirklich nur noch die Friedensstiftung zwischen Menschen und Vodjanoi und die Zerstörung von Dagon. Und darauf konzentrieren wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!